Ja, das ist schon irgendwie eine seltsame Gemengelage. Auf der einen Seite die immer stärkere und immer begründetere Sorge vor einer kommenden und eher nahen Rezession auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde eben diese Rezession dazu führen, wahrscheinlich, dass die Fed, dass andere Notenbanken die Zinsen vielleicht nicht so stark anheben müssen. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Pro und Contra. Contra ist vor allem, dass in einer Rezession die Unternehmensgewinne schrumpfen. Pro ist, dass vielleicht die Fed die Zinsen nicht so stark anhebt. Und das sehen wir an den Märkten derzeit, dieses Hin und Her, etwa der gestrige Handelsverlauf, den Sie hier im obigen Chart sehen. Da geht es rauf, dann wieder runter, dann rauf und dann runter. Am Schluss ist es dann im späten Handel in den USA wieder nach oben gegangen. Stocks rally as recession worries send bond yields tumbling. Also wir haben gesehen, dass die Renditen gefallen sind. Das freut dann oft Tech-Werte. Gibt so ein bisschen Entwarnung, was die Financial Conditions betrifft, wenn die Anleiherenditen fallen. Und so sehen wir, dass auch die Rate-Hike-Expectations gestern gefallen sind. Also man ist so hin und her gerissen zwischen der Hoffnung, Fed wird nicht so die Zinsen anheben, und den Problemen, die eine Rezession mit sich bringt. Und so erklärt sich diese Schieflage, dieses Hin und Her an den Märkten. Und dass die Rezessionssorgen begründet sind, haben wir gestern in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, sowohl aus Deutschland als auch aus Europa, als vor allem auch aus den USA, wo sich gezeigt hat, dass im Juni die Wirtschaft so stark abkühlt wie letztendlich seit dem Corona-Crash nicht mehr, aus zwei Gründen. Erstens eben die hohe Inflation, die macht es Unternehmen und Konsumenten schwer. Und auf der anderen Seite dann gleichzeitig die Straffung der Geldpolitik, die macht die Liquidität weniger letztlich, sodass man da in der Zange ist ein Stück weit, und das sorgt für diese Abkühlung. Und so sehen wir den City Economic Surprise Index jetzt doch so schwach, mit Ausnahme des Corona-Crash, wie seit 2011 nicht mehr. Also wir hatten 2020 im Corona-Crash hier noch eine stärkere negative Abweichung der Konjunkturdaten in den USA von der Erwartung, aber ohne dieses Sonderereignis wären wir so schlecht dran wie seit 2011 nicht mehr. Jetzt sehen wir, dass aufgrund dieser Rezessionssorgen alles fällt, aber vor allem, oder bestimmte Sektoren nach wie vor Probleme haben. Vor allem Energie ist jetzt schwer unter Druck. Wir sehen, dass Energie, das ja der große Highflyer des Jahres 2022 war, jetzt der Month to Date, also seit Juni Beginn, 18% verloren hat. Alle Sektoren im Juni noch im Minus. Allerdings sieht man, wie Liz Anne Saunders hier beschreibt, dass wir jetzt praktisch so einen Gegentrend haben gegenüber dem, was wir seit Jahresbeginn gesehen haben. Da haben wir gesehen, Energie und Rohstoffe waren das heiße Ding. Tech war schlecht, Consumer Discretionary war schlecht, defensive Sektoren waren eher gut. Jetzt sehen wir das genaue Gegenteil kurzfristig. Wir sehen, dass Energieaktien fallen, wir sehen, dass Öl fällt, wir sehen, dass Rohstoffe fallen. Dazu gleich mehr. Und wir sehen dann, dass bestimmte Sektoren wie Consumer Discretionary, also praktisch nicht Güter des täglichen Bedarfs, so Luxusgüter, Autos, Waschmaschinen, Dinge, die man sich nicht oft kauft, dass das jetzt wieder besser läuft, eine Gegenbewegung passiert. Und diese Gegenbewegung, die ist angeführt mal wieder von den Junk Bonds. HYG ist das maßgebliche ETF hier. Dennoch sind wir in einem klaren Abwärtstrend. Wir sehen hier diese zarte Erholung. Allerdings sehen wir, wenn Sie in diesem oberen Chart mal auf diese unteren Balken da achten, dass wir einen massiven Abverkauf hatten unter extrem hohem Volumen und dann jetzt eine Erholung unter immer dünner werdendem Volumen. Sie müssen sich ja vorstellen, was haben viele Profi-Investoren gemacht, als die Zinsen bei Null waren, als praktisch keine sicheren Renditen mehr zu erzielen waren. Sie haben sich in diese Junk Bonds eingekauft, also in Unternehmensanleihen bonitätsschwacher Unternehmen. Da gab es noch so eine Rendite von 3%, 4% vielleicht, hat man gesagt, super, bevor ich da gar nichts habe, nehme ich das. Ausfallrisiko ist noch gering, weil Wirtschaft steht gut da, keine Rezession in Sicht etc. etc. Jetzt sehen diese Investoren, hups, Rezession kommt, dann werden die Schwächsten über die Klippe gehen, diejenigen, die am verschuldetsten sind, die am wenigsten Liquidität haben. Also steigen hier die Risiken massiv. Und da haben sich jetzt einige Institutionelle schon getrennt von diesen Papieren, aber es sitzen noch sehr, sehr viele drin. More pain to come, könnte man sagen. Unten sehen wir den SPY in diesem Chart. Da könnten wir eine Gap-Schließung noch sehen, aber man sollte vorsichtig sein, diese Rallye steht auf dünnem Eis, nur getrieben durch die Hoffnung, Fed wird Zinsen nicht anheben, aber die Drohkulisse dahinter ist eben die Rezession und sind ganz schwache Unternehmensergebnisse, dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal
Ja, den Abwärtstrend, das ist der Nasdaq oben in dieser Grafik und wir sehen, wir sind an der unteren Begrenzung des Abwärtstrends nach oben gedreht, könnten jetzt in Richtung des, der oberen Begrenzung des Abwärtstrendskanals nochmal laufen. Und der Grund ist der, dass wir natürlich total überverkauft sind. Und auf der anderen Seite eine bärische Stimmung haben, auf der anderen Seite wiederum Hedgefonds, so muss es heißen, die komplett short sich jetzt aufgestellt haben. Da könnte ein Short Squeeze erfolgen, könnten sozusagen Short-Positionen erstmal unter Druck kommen. Eben die Hoffnung, dass wir Peak Inflation gesehen haben, weil die Wirtschaft so stark abkühlt. Man muss sehen, ob das so kommt, aber die Potenziale steigern sich. Wenn wir uns mal die historischen Bärenmarkt-Rallies anschauen, dann ist eine durchschnittliche Bärenmarkt-Rally 8,4% beträgt sie, Median wäre 7,4% und dauert so etwa 2 Wochen, 13 bis 15 Tage. Jetzt haben wir schon ein bisschen Strecke gemacht seit den Tiefs, die wir im S&P 500 gesehen hatten. Wir hatten ja schon 2 veritable Bärenmarkt-Rallies in diesem Jahr, einmal 11%, einmal 7%. Das war im März und im Mai, als wir das gesehen hatten. Also von der Seite wäre noch ein bisschen Luft bei dieser Bärenmarkt-Rallye. Es ist der 4. Versuch jetzt. 4 Tageskerzen sehen Sie hier im Nasdaq Composite. Und so richtig durchschlagend ist das noch nicht, was da passiert ist. Da muss man jetzt irgendwie was nach oben kommen. So eine Art Befreiungsschlag, so ein Konter der Bullen. Das ist bisher ausgeblieben, auch wenn JP Morgan optimistisch da ist und sagt, ja, wir erwarten eine starke zweite Hälfte für die Aktienmärkte, weil die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt und weil die Inflation niedrig wird. Und man könnte vielleicht noch ergänzen, wegen den US-Zwischenwahlen kann durchaus sein, dass wir Ende September hier wirklich dann ab Ende September eine veritable Rallye sehen. Aber schauen wir uns mal das Umfeld an hier der Aktienmärkte, etwa beim Nasdaq. Hier sehen wir an 25% der Handelstage, also jeder 4. Handelstag, ist der Nasdaq 2% gefallen. Das ist der höchste Wert seit Platzen der Dotcom-Blase. Das ist sogar noch mehr als während des Corona-Crash. Das ist mehr als während der Finanzkrise. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das zeigt, wie groß hier die Schäden sind, wie groß hier dieser Tsunami ist, der praktisch hier das Ufer erreicht hat und viele überspült hat. Auf der anderen Seite sehen wir hier diese Erholung. Das ist so eine Wedge vielleicht in der Elliott Wave Zählung, eine 4, die meistens ja eine Gegenbewegung ist gegen einen übergeordneten Trend. Meistens keine so große Welle ist, bevor dann nochmal eine 5 kommt, die die Trendrichtung dann nochmal komplettiert und sehr saftig ist. Also es könnte durchaus sein, dass wir da noch eine ziemlich heftige Welle vor uns haben, muss aber nicht, kann also sein, dass diese Erholung weitergeht, aber unwahrscheinlich, dass wir jetzt den Boden gesehen haben. Was unterstützt ist natürlich diese bärische Stimmung hier. Wir sehen Privatinvestoren 18,2% Bullen, aber 60% Bären fast. Das ist eines der höchsten Werte in der Geschichte, so bärisch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und klar, da ist dann irgendwann mal auch eine Bärenmarkt-Rallye fällig. Aber wie gesagt, die steht auf tönernen Füßen aus meiner Sicht, weil einfach die Fundamentals wegbrechen. Das Fundament, das gesunde Fundament für Märkte bricht weg, wenn die Zahlen der Unternehmen schlechter werden. Und das deutet sich an. Ein Problem ist auch, dass letztendlich die Retail-Investoren weiter kaufen, beziehungsweise hier diese Geldflüsse nicht wirklich nachgelassen haben. Das Ganze begann ja 2020 mit dem Corona-Crash, da sind die Leute all in. Und dieses Kaufverhalten hat sich weiter sozusagen stabilisiert. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Leute sagen und dem, was sie tun. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen Rezessionsängsten. Hier sehen wir Kupfer, Dr. Copper, gilt ja als bestes Frühsignal für die Konjunktur. Hier sehen wir massiv unter Druck, gestern 5% gefallen. Das ist der größte Abverkauf, den wir sehen jetzt seit dem Corona-Crash, also seit März 2020. Schauen wir uns mal Energie an. Minus 23,7% jetzt von dem Hoch. Das ist der stärkste Abverkauf der mehr als letzten 40 Jahre. Wir sehen, dass wir nur 2008 und im Corona-Crash hier mal kurzfristig härtere Dinge gesehen haben. Also ist es der drittgrößte Abverkauf, genauer gesagt nicht der größte, sondern der drittgrößte nach Corona-Crash und eben Finanzkrise. Und unten sehen wir, dass da
jetzt massive Short-Positionen auf den Energiesektor aufgebaut worden sind. Das ist interessant. Also Energie-ETFs wurden hier geschortet. Jedenfalls, da ist der Highflyer des bisherigen Jahres massiv unter Druck. Wird das so bleiben? Probabilmente no. Denn es ist so, dass wir sehen hier Commodities around Recessions. Es ist so, Commodities, also Rohstoffe, da steigen zunächst die Preise. Diese steigenden Preise führen zu Inflation und die gestiegenen Rohstoffpreise und Inflation führen zu einer Rezession. Das ist der Stand jetzt, oder sagen wir mal kurz davor sind wir vor dieser Rezession. Dann sehen wir, bevor die Rezession eintritt, werden diese Rohstoffe erstmal wieder abverkauft, werden aber dann wieder stark gekauft, wenn die Rezession begonnen hat. Also, das ist jetzt ein typisches Verhalten. Rohstoffe stark gestiegen, lösen Inflation aus, Inflation löst Rezession aus, Rohstoffe werden abverkauft aus Angst vor Rezession, weniger Nachfrage. So die Erwartung. Aber dann zeigt sich, Nachfrage bleibt da, Angebot ist nach wie vor zu wenig im Vergleich zur Nachfrage, dann wieder die Rallye. Deswegen würde ich persönlich nicht aus dem Rohstoffsektor rausgehen, sondern tendenziell hier zukaufen. Ist aber keine Handelsempfehlung, sondern nur ein subjektivistischer Eindruck, gell? Hier sehen wir nochmal S&P 500 und PMIs. Gestern stand ich wohl, wie ich gelesen habe und auch gesehen habe, dann so ein bisschen vor den Grafiken. Hatte mit der Auflösung hier beim Laptop zu tun, by the way. Aber Schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, dass derzeit eingepreist ist, dass die Einkaufsmanager-Indizes auf 48 fallen. Das zumindest preist der S&P 500 ein. Wird es schlimmer? Wenn wir also eine tiefere Rezession bekommen, dann dürften wir auch tiefere Kurse nochmal sehen beim S&P 500. Und je weniger schlimm diese Rezession wird, umso besser für die Märkte. Aber die Earnings fallen normalerweise 15%. Das würde bedeuten, dass wenn man das mal jetzt durchschnittlich rechnet in einer Rezession, dass wir dann von der Bewertungssituation her, statistisch gesehen, im Mittel auf 3000 Punkte im S&P 500 fallen würden, müssten. Also da sieht man, da ist durchaus noch Potenzial, wenn diese Rezession wirklich kommt. Und schauen wir uns die Notenbanken an. Die sitzen ja wirklich in der Klemme. Die Fed kann jetzt also, wie Peter Schiff sagt, versuchen, die Inflation wirklich auf 2% runterzubringen. Das ist ja das, was die Fed uns erzählt die ganze Zeit. Wollen wir unbedingt machen. Dann aber riskiert sie eine Finanzkrise. Sie riskiert, dass wir Bankpleiten sehen, dass der Aktien-, der Immobilien- und der Bondmarkt crasht, dass wir praktisch soziale Verwerfungen sehen, oder die Fed hat die Möglichkeit, dann irgendwann die Inflation irgendwie notgedrungen zu tolerieren. Und genau das dürfte passieren, wenn man dabei ist, sozusagen alles kaputt zu schlagen. Dann sagt man sich, naja, dann habe ich auch nichts gewonnen, also muss ich das eine Übel irgendwie in Kauf nehmen. Man wird ein bisschen halbherzig dann, wenn der ökonomische Schmerz zu groß ist, gegen die Inflation vorgehen, aber eben nicht mit Brachialgewalt, um die Dinge nicht noch zu verschlimmern. Das ist dann eine Fernperspektive. Kommen wir nochmal zu den Bärenmärkten. Wir hatten ja im Corona-Crash den kürzesten Bärenmarkt aller Zeiten, 35% verloren in 23 Tagen. Und jetzt haben wir schon 111 Tage diesen Bärenmarkt, eben seit dem 3. Januar, und haben etwa 22% verloren. Und dementsprechend müsste eigentlich ein durchschnittlicher Bärenmarkt, dauert in der Regel doch ziemlich lange hier in der Finanzkrise, 1009 Tage, in Dotcom-Blase 1165 Tage, also 100 Tage wäre schon das Minimum, das haben wir jetzt absolviert, aber es könnte sich noch wesentlich länger hinziehen, solange die Notenbanken daran festhalten, wirklich die Zinsen so stark anheben zu wollen. Also bis die sozusagen Panik bekommen, wird es noch ein bisschen dauern. Wir sehen jetzt, dass der Juni nach wie vor ja ein bisschen schwierig ist. Bis Ende Juni, Anfang Juli, dann wird die Saisonalität sehr günstig, auch in Zwischenwahlenjahren. Also von der Seite ist auch noch nicht die Kuh vom Eis, aber vielleicht sind wir jetzt in diesem Prozess, wo sich Angebot und Nachfrage zumindest etwas mehr angleichen. Wir sehen, dass die Nachfrage ja deutlich runterkommt. Das sehen wir an so vielen Parametern, gestern unter anderem mit den US-Einkaufsmanager-Indizes. Aber nach wie vor ist das Angebot nicht wesentlich gestiegen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber hier sehen wir zum Beispiel schon erste Zeichen in eine Richtung. Toyota sagt jetzt, teilt hier, also Zulieferern, also senkt mal eure Preise.
Wir helfen euch dann auf der anderen Seite in anderen Bereichen. Also man versucht jetzt irgendwie diese Preisdynamik zu brechen. Die ist deutlich abgeschwächt, wie wir aus den gestrigen Daten schon gesehen haben. Abschließend noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. China, Bankrun, Geldabflüsse und Gesundheitsdiktatur. Da tut sich was in China. Der Vertrauensverlust wird größer. Innerhalb der Bevölkerung und vor allem auch von internationalen Investoren, die massiv Gelder aus China abziehen. Es gibt einen Bankrun in einer Provinz, wo Leute also nicht mehr an ihr Geld kommen. Da sind wirklich Verwerfungen der Fall. Originalbericht aus Shanghai, also mittendrin. Und der zweite Artikel, den ich empfehlen will, ist: Der russische Rubel ist die stärkste Währung in 2022. Wie kann das sein? Das wird in diesem Artikel beantwortet. Also zwei Empfehlungen und die Bitte: teilt dieses Video, teilt die Artikel von Finanzmarktwelt. Damit würde mir sehr geholfen. Das wäre ein großer Gefallen, meine Damen und Herren. Und jetzt wünsche ich erstmal einen nicht zu heißen Freitag. Wir sehen uns heute Abend nochmal zum Marktgeflüster. Servus und ciao.